Hallo und herzlich willkommen bei Antalya Side Livestream. Ich bin gerade in Side, kurz vor der Altstadt. Wir gehen von hier aus jetzt runter zum Strand und von da aus gehen wir bis in die Altstadt und wir schauen uns mal hier heute die aktuelle Lage in Side an. Die Sonne geht ja bei uns gegen 18 Uhr runter und da hat man auch sicherlich einen schönen Sonnenuntergang hier von Side aus. Und das schauen wir uns dann jetzt alle zusammen an. Ich kann einmal die Kamera drehen. Das ist hier der Weg nach zum Strand von Side auf die Promenade. Und auf dem Rückweg hat man hier den Weg zum Busbahnhof. Aber wir gehen nicht oben längs. Wir gehen hier runter zur Promenade und gehen von da aus in die Altstadt und schauen uns mal heute, wie gesagt, die aktuelle Lage hier in der Altstadt an. Wir haben auch zurzeit in der Türkei Ferien, also ich sag mal Semesterferien dazu oder Zeugnisferien. Es sind daher auch viele türkische Familien hier bei uns unterwegs und allgemein am Wochenende haben wir auch sehr viele Leute, die hier unterwegs sind, vor allem hier in Side, also Leute, die hier vor Ort leben. Und wir haben heute 18 Grad und das wird noch bis Donnerstag so gehen, das wunderschöne, herrliche Wetter hier in Side. Und die Sonne geht aktuell um 18.08 Uhr unter. Also die Tage werden länger, ob es jetzt täglich 2 Minuten sind, 1 Minute sind, weiß ich gerade nicht, aber auf jeden Fall werden die Tage zurzeit immer länger. Und dann sind wir hier gleich fast an der Promenade angekommen. Die Promenade, die von Kumköy bis in Side Altstadt geht. Wenn man hier jetzt gleich auf der Promenade ist, wenn wir dann hier rechts runtergehen, also rechts abbiegen, dann kommt man bis nach Kumköy. Das ist hier die Promenade in Richtung Kumköy. Aber wir werden nicht in Richtung Kumköy gehen. Wir werden heute in Richtung Side Altstadt gehen. Wir gehen in die Altstadt heute. Wir gehen in die Richtung und schauen uns die antike Stadt Side aktuell an, was da sich alles getan hat. Und hier sieht man viele Leute, die sich hier schön in die Sonne setzen und wahrscheinlich auch den Sonnenuntergang genießen werden. Und ich habe mal hier den Blick in Richtung Kumköy ein bisschen zoomen und da kann man sehen, dass schon einige Leute bei diesem herrlichen Wetter, bei diesen 18 Grad hier die Zeit am Strand verbringen, was ja auch völlig logisch ist bei diesem wunderschönen Wetter. Oder ich mache mal hier ein bisschen weiter rechts auf die Promenade und schaut mal hier, wie voll die Promenade ist, also wie viele Leute hier spazieren gehen in Side, kurz vor der Altstadt, heute am 22. Januar in Side.
Und dann gehen wir mal dahin, wo wir auch eigentlich hin wollen. Wir gehen von hier aus jetzt in Richtung Altstadt. Also wie gesagt, die Promenade geht in Kumköy los. Beim Corolla Hotel geht die genau los. Und geht insgesamt 4000 Meter, also 4 Kilometer bis in Cider Altstadt. Man kann hier schön spazieren gehen. Es ist ein absoluter Walkway. Man darf hier nicht mit Motorrad, nicht mit dem Fahrrad, nicht mit dem Scooter auf die Promenade. Sonst kommt das Ordnungsamt oder die Polizei. Das ist hier die Gendarmerie, die Armeepolizei, und schickt dann die Leute runter von der Promenade. Hier dürfen nur die Leute zu Fuß rauf. Und hier sieht man auch, dass sogar die Katzen hier die 18 Grad heute genießen. Ich schaue euch das mal an, wie schön die Katzen hier liegen und sich in der Sonne wohlfühlen. Die müssen das auch natürlich genießen, weil ab Donnerstag ist hier Regen. Und wenn es regnet, dann können sie ja nicht hier so liegen, dann verstecken sie sich auch. Denn Katzen mögen ja absolut keinen Regen. Und schaut mal hier auch, wie voll die Promenade ist, wie viele Leute hier gehen, wie viele Leute die Zeit genießen, hier jetzt kurz vor Sonnenuntergang. In einer Stunde ist die Sonne weg. In genau einer Stunde ist die Sonne nicht mehr da. Schaut mal, wie die Sonne auf das Meer spiegelt. Was will man mehr als wunderschöne, strahlende, warme Sonne im Winter? Und man sollte niemals vergessen, wir haben heute den 22. Januar. Wir sind hier schon Ende Januar. Wir sind in der vierten Woche vom Januar und wir haben hier strahlende Sonne und 18 Grad in der Türkei. In Side. Hier beim Side Altınkum Hotel. Genau davor stehen wir gerade. Das kleine Hotel hier an der Promenade. Und hier nochmal der schöne Blick in Richtung Kumköy. Marion Buri schreibt und zack geteilt. Und ein ganz herzliches Dank fürs Teilen an Marion Buri. Und natürlich auch an alle anderen Leute, die das noch teilen werden, um hier in der Türkei die aktuelle Lage den Leuten zu zeigen, die sich dafür interessieren, mal hier im Januar herzukommen. Oder für die Leute, die demnächst herkommen sollten. Oder für die Leute, die auch gerade vor Ort sind, dass sie sehen, wie hier gerade Side ist. Und vielleicht auch hier in Side dann mal spazieren kommen oder einfach mal hier an der Promenade spazieren gehen. Und wir gehen hier gerade auf die Altstadt zu. Wir sind wie gesagt kurz vor der Altstadt gleich. Wir sind gleich in Antikside. In der alten römischen Stadt, was hier viele Tausende von Touristen jährlich in die Region führt, sogar Millionen, denn es kommen ja hier in Antalya, in die Region Antalya, insgesamt 4 Millionen Deutsche pro Jahr und damit auch
eine der beliebtesten Reiseziele der Deutschen. Sogar nach Mallorca. Das ist der meistbesuchteste Urlaubsort der Deutschen. In der Türkei. Die Provinz Antalya. Und vor allem hier ist Side. Und Umgebung ist sehr beliebt für die deutschen Urlauber. Und jetzt sind wir hier vor dem Jan Garden Beach Hotel, das Hotel hier an der Promenade. Und hier kurz vor der Altstadt, der Strandeingang ist hier. Das Hotel hat aber zu. Man macht mit Sicherheit wie viele andere Hotels im April erst wieder auf. Und vergiss auch nicht, das Video zu teilen, um hier vielen Leuten zu zeigen, wie es hier aktuell ausschaut, wie gesagt. Und auch natürlich, um die Seite Antalya Side Livestream zu unterstützen. Und gleich ist hier die Promenade vorbei. Und dann sind wir auch schon in der Altstadt. Und hier liegen immer die Hunde. Die sind immer hier zu sehen. Wir gehen gerade gegen die Sonne. Aber das ist gleich auch vorbei. Und hier links ist auch gleich das Museum von Side. Genau, hier oben, was hier eingezäunt ist. Der Eingang ist aber vorne, gleich neben dem Haupttor von Side. Von hier hinten gibt es, soviel ich weiß, keinen Eingang. Aber hier ist was auf. Ist mittlerweile auch ein Eingang. Das weiß ich jetzt nicht. Aber kann sein. Und jetzt ist hier offiziell die Promenade vorbei, das sieht man hier auch. Im Sommer stehen hier mehrere Pfosten, dass man hier nicht mit dem Auto sowas durchfahren kann. Genau hier an der Stelle ist die Promenade offiziell vorbei. Und von hier aus hat man auch einen schönen Blick nochmal in Richtung Hotels und Kumköy. Und den Weg sind wir auch hier gerade gegangen und sind jetzt hiermit
offiziell in der Altstadt und schauen uns mal hier an, was sich alles in der Altstadt getan hat. Wir werden hier am Strand wieder zurückkommen. Wir werden jetzt nicht gegen die Sonne gehen. Wir werden jetzt hier hochgehen, wo auch gleich das Amphitheater ist und der Eingang von der antiken Stadt. Aber zuerst schauen wir uns hier nochmal die schöne Aussicht an, die man von hier aus hat. Hier kann man sich auch hinsetzen. Das ist hier alles öffentlich. Und wenn man Glück hat, sieht man hier auch mal Schildkröten, die hier im Meer schwimmen. Aber wer gerne Schildkröten sehen will, sollte im Sommer auf die Brücken gehen, die zum Beispiel Kumkö und Evrenseki verbinden. Oder die Brücken, oder Evrenseki Hafen, die Brücke. Da sieht man in der Früh immer Schildkröten. So, und dann gehen wir von hier aus in die antike Stadt rein. Und wir schauen uns mal an, was sich hier alles getan hat in der antiken Stadt. Das ist auch ein Bekannter, der gerade vorbeigefahren ist. Und jetzt haben wir das Amphitheater hier im Blickfeld. Da können wir auch mal demnächst reingehen. Aber jetzt ist es schon ein bisschen zu spät. Und hier ist das antike Tor von Side, der Haupteingang hier in die Altstadt. Und wir werden jetzt von hier aus in die Altstadt dann reinmarschieren. Hier sieht man auch die Antiksäulen. Wie gesagt, hier links auch das Amphitheater. Und hier sind schon ein paar Menschen unterwegs, die gerade die antike Stadt verlassen. Hier in Side. Die Autos, die hier gerade vorbeifahren, das sind Autos, die einen Wohnsitz haben. Und die dürfen hier ein- und ausfahren. Aber normale Bürger dürfen hier nicht mehr mit dem Auto in die antike Stadt reinfahren. Aber es gibt ja Leute, die hier einen Wohnsitz haben, und ist ja noch logisch, dass sie dann hier reinfahren. Und das ist hier der Eingang zum Amphitheater in Side. Und jetzt gehen wir gerade auf die Hafenstraße zu. Oder Side Hauptstraße, sagt man auch dazu. Thank you.
Und das ist hier jetzt die Hauptstraße. Ich will mal hier kurz was schauen, wie weit die hier sind beim Bauen. Weil hier wurde ja auch tüchtig gebaut. Was dazu gedeckt ist, wird verglast. Sowas haben wir auch in den Geschäften. Und man sieht, dass sie hier gute Baufortschritte gemacht haben. In der antiken Stadt. Weil die haben ja hier von Mai bis Ende Oktober Bauverbot. Und die dürfen hier nur im Winter bauen. Damit es halt die Touristen nicht belästigt und nicht die Touristen gestört werden. Aber das sieht ja alles schon gut aus, der Rohbau hier in der antiken Stadt. Und dann gehen wir hier wieder auf die Hauptstraße und mal schauen, wie es von hier aus nach unten aus ausschaut. Hier, das ist die Hauptstraße, der Blick nach unten. Wir haben hier gerade die Sonne komplett im Blickfeld. Schaut mal, wir werden gleich auch vorne links abbiegen. Schauen uns dann noch die östliche Seite von Cedar an und von da aus dann zum Apollon-Tempel, zum Hafen und dann Cedar West wieder zurück. Und hier wurde ja auch was abgerissen. Ich dachte mal, das wäre schon fertig hier, aber anscheinend wird hier auch was verkleinert. Und hier wurde noch gar nichts gemacht. Also hier wurde ja ist ja doch nicht alles fertig geworden. Ich gehe mal hier ein bisschen im Schatten, dass man auch einen besseren Blickfeld hat. Hier sieht man auch, dass alles gut bebaut ist, besser bebaut ist im Hintergrund. Und hier kommt überall Glas rauf in Cedar. Und das sieht ja hier von hinten alles aus. Vorne sieht alles gut aus. Oder hier die ganzen alten Steine. Kann man hier auch sehen. Thank you.
Und das hat hier auch gut Fortschritte gemacht. Und hier sieht man auch, dass es sehr feucht ist im Glas. Die graben ja hier die Altstadt aus. Das ist einer der Gründe, warum sie auch alles abreißen. Da geht es weiter zum Hafen, aber wir gehen mal hier hoch und schauen uns mal hier alles an. Das sieht ja hier aus, sieht ja schon ganz sauber aus. Ob das noch mit Glas zugemacht wird oder ob das so bleiben wird, weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall war hier auch eine riesengroße Palme, da habe ich auch ein paar Fotos gehabt, aber die gibt es auch nicht mehr hier, die wurde hier auch weggemacht. Und das wird dann wahrscheinlich mit Glas zugemacht hier, dass es hier offen geblieben ist. Hier ist noch viel Arbeit. Das kann man ja auch sehen. Aber hier sieht es schon sehr sauber aus, wenn man sich das anschaut. Schon ganz schick aus, was hier ausgegraben wurde in Side, in der antiken Stadt. Das ging ja jetzt schneller als man denken kann mit dem Ausgraben hier. Schick, schick. Und ob hier noch was gebaut wird, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Und wir sind hier kurz vor der Moschee von Side, damit da viel auch eine Orientierung haben, wo wir hier gerade sind. Also es ist auch alles so übersichtlich geworden. Und das ist das Ergebnis von den Ausgrabungen an dieser Stelle. Aber ich denke mal, die sind noch nicht ganz fertig. Hier in Side. Und hier ist die Moschee von Side. Das sind sicherlich viele schon mal vorbeigegangen oder auch reingegangen. Und wir gehen hier gerade auf die östliche Seite von Side. Und hier ist noch viel Arbeit. Das ist hier zu sehen, dass hier noch sehr viel zu machen ist. Das sieht man auch hier in
Antikside bei der Moschee. Also ich glaube auch nicht, dass es diesen Winter fertig wird hier. Aber ich kann mir auch vorstellen, wenn es fertig ist, dass es sehr schön wird. Aber viele Tiere haben hier ihr Zuhause verloren. Viele Tiere sind natürlich schockiert mit dem, was hier passiert ist. Dass auf einmal alles abgerissen wurde hier. Katzen vor allem. Die Hunde. Das sieht ja hier alles aus wie ein Kriegsgebiet. Hier in der antike Stadt Side, heute am 22. Januar 2023. Noch haben die hier gute 4 Monate Zeit zum Bauen, aber ich glaube nicht, dass es in 4 Monaten alles fertig ist, was jetzt hier ausgegraben wurde. Und schaut mal, hier sieht man auch eine kleine Trennung und so wird es ausschauen. So wird die antike Stadt verglast, so wie hier. Sieht man, dass hier noch nicht alles fertig ist. Das alte Side, was man kennt, mit dem ganzen Flair, mit den alten Buden, mit den großen Geschäften, mit den riesengroßen Einkaufsmöglichkeiten, ist es heute leider nicht mehr. Viele Geschäftsleute, die hier ihre Existenz in Side verloren haben, oder Leute, die hier ihre Geschäfte hatten und entweder kein Geschäft mehr bekommen haben von den neuen Geschäften, weil die Geschäfte viel weniger geworden sind. Viele von den Geschäftsleuten sind jetzt in Kumköy, Evrensechi, Çolakle, wo dort auch immer mehr Geschäfte gebaut werden. Das hat sich natürlich auch zum Vorteil der Vermieter in Side Kumköy, Evrensechi, Günodo gemacht, dass hier Side abgerissen wurde. Und das waren hier alles Geschäfte normalerweise, was hier gerade vor uns steht. Und alles ist weg. Überall wird gebaut. Wir schauen uns mal hier den Blick in Richtung Oststrand an. Hier gibt es auch ein Schild mit dem Herz, dem roten Herz und der Schrift Side. Das ist natürlich dafür gedacht, dass auch Leute hier Erinnerungsfotos machen. Genau, bei diesem Herz mit Side. Und das ist hier einmal der Blick in Richtung Oststrand, wo auch mittlerweile ein paar Hotels ihren Strandabschnitt haben, die in Side Kemmer im kleinen Gebiet dort sind.
Der Strand ist auch sehr schön eigentlich. Aber viele kennen den Strand nicht. Da gibt es viele Privatbars, wo jeder hin darf. Aber die zwischen Mai und Oktober hauptsächlich in Betrieb sind. Am Oststrand von Side. Und das Riesenrad, was man da vorne sieht, das gehört zum Sueno Hotel in Sorgun. Und hier ist einmal der kleine öffentliche Strand von Side hier links. Nar Beach. Und da darf auch jeder Bürger hin oder auch jeder Urlauber hin. Aber da kostet eine Liege ein bisschen Geld den ganzen Tag. Und das ist hier gleich das Meer in dieser kleinen Bucht hier in der Altstadt. Denn antike Stadt Side ist ja eine Halbinsel. Und hier sieht man schon, dass viele Leute auch hier Erinnerungsfotos machen vor dem Herz mit Side. Dann geht es jetzt weiter Richtung Apollontempel. Und man sieht auch überall Leute am Bauen. Aber ich glaube, so schnell wird es nicht fertig. Hier ist noch viel Arbeit. Und hier sind die auch am Abschrauben. Das heißt, das wird hier auch abgerissen und am Arbeiten. Deswegen laufen auch hier so viele verzweifelte Tiere gerade rum. Wie gesagt, ihr Zuhause wird auch abgerissen von den Tieren. Das macht einen auch sehr traurig. Vor allem ich als sehr, sehr großer Tierliebhaber. Kann man sowas immer nicht anschauen, wenn da so ein trauriges Tier ist. Die Blicke der Tiere sind auch immer sehr unschuldig. Hier auch ein schöner Anblick auf die Felsen. Kann man auch schön Fotos machen. Da sieht man auch gerade ein unten spazieren. Und auf der anderen Seite sieht man ein paar Angler, wo Felsen sind. Das ist doch immer logischerweise viel Fisch. Das sind hier Restaurants, die schon fertig sind, mit dem Blick in Richtung Meer.
Und so sieht dann das Glas hier aus, wenn es fertig ist auch. Es ist schon an vielen Stellen schon verglast. Und hier kommt auch noch Glas rüber. Und hier haben wir auch eine weiße Katze, die ist sicherlich taub, weil weiße Katzen sind immer taub, die hört nicht. Ich schaue hier gerade gegen das Brett, die reagiert nicht mal. Nee, die scheint taub zu sein. Das sind ja meistens weiße Katzen. Ich habe auch zu Hause eine Katze, die ist weiß. Dein Kater ja gesagt, der Paloma heißt. Und der ist auch taub. Und der scheint auch nichts zu hören. Nee. Der reagiert nicht mal. Ja, und die haben halt auch viele, wie gesagt, jetzt ihr Schlafplatz verloren, die Katzen, weil es hier alles abgerissen wurde. Und jetzt haben wir hier einen schönen Blick in Richtung Sonne, wo die Sonne auch auf dem Meer spiegelt. Das ist auch immer einer der schönsten Anblicke hier bei uns in der Region. Und jetzt sind wir gleich beim Apollon-Tempel angekommen, hier in Side. Und da sieht man, wie zu jeder Jahreszeit immer, sehr, sehr viele Menschen. Das ist hier der Apollon-Tempel von Side. Und hier ist schon wieder was zugesperrt. Das heißt, hier wird auch etwas ausgegraben. Und wie am Anfang des Videos schon gesagt, wir haben hier gerade auch Ferien in der Türkei. Und aufgrund der Ferien sieht man jetzt auch viele Familien, die hier in Side vor Ort sind. Und auch viele, die halt den Sonntag genießen. Hier in Side. Aber überall sieht man hier Leute am Fotos machen. Schaut mal, hier sind jetzt ganz viele Menschen. Alle mit Fotos, alle am Fotos machen. Hier vor dem Apollon-Tempel von Side. Also einer der Plätze, wo am meisten Fotos gemacht werden auf der Welt, ist es sicherlich hier der Apollon-Tempel von Side. Von jeder Perspektive auch sehr schön. Das geht zum Beispiel von hier aus jetzt. Es ist ein sehr, sehr schönes Licht, um hier auch Fotos zu machen.
Ich habe auch mit meinem anderen Mobileinsatzgerät gerade auch hier ein Foto gemacht. Und hier sieht man immer auch viele Angler, viele Romantiker, viele Leute, die auch einfach die Zeit vertreiben. Mit dem Blick aufs offene Meer von Side. Schaut euch mal hier an, was für ein herrlicher Anblick, das gerade in Richtung Sonne ist. Und da hole ich auch mal kurz wieder mein anderes mobiles Einsatzgerät raus und mache da mal auch ein Foto von. Was ich ja später auch teilen kann. Und das ist hier der Hafen von Side. Die ganzen Reiseboote sind nicht da. Ich weiß nicht, ob überhaupt Bootstouren angeboten werden im Winter. Das ist der große Hafen. Das ist hier, wo die Reiseboote stehen. Und der kleine Hafen nebenan, wo die Kleinboote sind, ist der Fischerhafen. Und da gehen wir auch gleich hin. Aber Side ist einfach immer schön. Es ist hier eine Stimmung, wenn man in die antike Stadt reingeht. Das Gefühl kann ich aber nicht erklären. Das muss man hier selber erleben, wenn man hier in die Stadt reingeht. Also da denkt man immer, ich habe immer einen Gedanken, wie haben die Leute hier gelebt? Wie war es damals? Das ist ja mehrere tausend Jahre her. Ich weiß nicht, ob jemand das auch das Gefühl hat. Aber es ist für mich immer ein ganz anderes Gefühl, wenn ich hier in die antike Stadt reingehe. Die Stimmung und Atmosphäre ist anders wie in den Nachbarorten. Und hier nochmal der Hafen. Von der Seite aus gesehen. Und hier ist auch die Liman Bar Disco, die jetzt im Winter aber zu hat. Aber hier scheinen auch viele andere Bistros zu haben. Die hatten hier noch bis zu Neujahr auf. Und die ganzen Bistros haben zu. Und hier haben wir auch ein Denkmal von dem Gründer der Türkei vor fast 100 Jahren, also man kann schon 100 Jahre sagen, am 29. Oktober dieses Jahres ist die Türkische Republik
genau 100 Jahre alt. Und das war damals der Gründer der Türkei, der Mustafa Kemal Atatürk. Und hier ist sein Denkmal unten am Hafen von Side. Direkt am Hafen. Die Türkei wird dieses Jahr 100 Jahre alt. Am 29. Oktober. Also ein besonderes Jahr für die Türkei. Und das ist hier die Hafenstraße, von unten aus gesehen. Da sind wir bis zur Hälfte runtergekommen und sind dann nach Side Ost gegangen. Und wir gehen von hier aus jetzt weiter in Richtung Side West und gehen dann am Strand zurück. Die haben hier ein paar Bistros auf. Das Aphrodite zum Beispiel hat hier auf. Hier unten am Hafen. Und hier sieht man auch, dass hier die Bistros von der Seite aus aufhaben. Das Gerit Kahvesi, das Kreta Café heißt es, nee, das Side Haus, weil die Einheimischen von Side stammen ja ursprünglich aus Kreta. Die wurden damals hier in der Altstadt von Side eingekesselt, früher. Hat ja auch seine eigene Geschichte für sich, für die Türken aus Kreta. Und hier sieht man jetzt Side mit dem Wappen von, mit dem Granatapfel, was ja das Wappen von Side ist. Das ist hier der kleine Fischerhafen, wo man da die ganzen Boote sieht. Und hier war mal eine Disco, genau auf dieser Fläche, das Lighthouse. War früher meine Lieblingsdisco, da war ich hier sehr oft. Da kann man hier noch mit dem Auto ganz runterfahren oder mit dem Taxi. Mittlerweile muss man ja so weit gehen, man hier in Side was trinken wir am Abend vom Busbahnhof bis hierher oder halt dann mit dem Kauf Side oder mit der kleinen Bimmelbahn. Und hier nochmal der Hafen. Wie gesagt, es sind kaum Boote da. Schaut euch mal den herrlichen Tag an, die Abendstimmung. Wir haben 18 Grad gehabt heute. Und der Tag ist auch bald vorbei. Auch in Side vieles angeschaut, was da aktuell gerade ist. Wie weit die Bauten sind.
Das macht gute Fortschritte. Wir werden uns jetzt auch bis April öfter mal Cedar anschauen, um uns hier auch immer, um hier immer zu sehen, was hier gerade los ist und wie weit die sind. Daher nicht vergessen, Antalya Cedar Livestream zu abonnieren. Wer die Seite noch nicht abonniert hat, bekommt dann, also wenn man die Seite abonniert, bekommt man eine Benachrichtigung, wenn man ein Live-Video startet. Und wer gerne dabei sein will, kann dann auch mitzuschauen. Oder man kann es sich auch hinterher anschauen, denn die Videos werden alle abgespeichert. Und die werden nochmal bei YouTube hochgeladen am gleichen Tag. Also man kann auch Antalya Cedar Livestream bei YouTube abonnieren und hat man noch die Playlisten von Cedar, von Kumkuri, von Gimodo, von Evrenseki. Und je nachdem, wo man ein Video macht, wird es dann da auch hochgeladen. Kann man sich das hinterher anschauen, wenn es da hochgeladen wurde. Und natürlich auch immer wieder, weil das halt gespeichert wird. Und das ist hier der Blick in Richtung Kulköy. Evrenseki, Çolakle und Gündoğdu. Gibt es auch eine kleine Bar, die ganz nett aussieht im Sommer, die auch hier einen schönen Blick hat in Richtung Sonnenuntergang oder Meer, aber zurzeit auch im Winter geschlossen. Hier auch eine schöne Stelle, wo man Fotos machen kann, wo auch jeder Fotos machen darf, unter den Granatapfeln. Das ist dafür gedacht, mit dem Hintergrund das Meer. Und hier machen wir auch kaum Fortschritte an dieser Stelle. Und hier sieht man viele Katzen. An der Stelle, die werden hier auch gefüttert.
Jetzt sind wir hier wieder auf der westlichen Seite von Side. Und hier scheint ja alles gute Fortschritte gemacht zu haben. Das wird auch hier verglast. Im Laden drinne. Oder hier zum Beispiel, wo man dort oben in der Pension oder Hotel oder was das da ist, wird auch was verglast, wo man halt das unter sich. Also die Antike hat man dann unter sich. Hier machen sie jetzt auch ein bisschen weiter. Das hätte ich nie gedacht, dass sie hier schon loslegen. Da ist ja schon Zement drauf. Das heißt, die bereiten die Verglasung vor. Ob hier wohl nochmal Geschäfte hinkommen. Weil hier waren 12 Geschäfte, die abgerissen wurden. Mal sehen, was hier entsteht. In Side. Ich hätte eher gedacht, dass sie erstmal auf der anderen Seite alles fertig machen. Aber hier scheint es weiterzugehen. Immerhin. Ich habe hier sogar, war mal ein Juwelier, genau hier an der Stelle. Hier habe ich 2007 damals in den Frühjahrsmonaten zwei Monate gearbeitet gehabt. Aber die ganze Stimmung in Side war einfach nichts für mich damals. Das war auch in meinen jungen Jahren damals, war noch vor dem Militär. Und ich habe da aufgehört zu arbeiten. War nicht das Richtige für mich hier in Ziele damals. Aber ist ja auch schon jetzt 15, 16 Jahre her. Und hier geht die Straße wieder auf die Promenade. Und wenn man hier rechts hoch geht, wieder zum Amphitheater oder zum Haupttor von Side. Und die Promenade, auf die wir jetzt hier gerade gehen, die geht bis nach Kumköy. Und für alle, die es noch nicht wissen und neu dazugekommen sind, die Strecke geht von hier aus 4000 Meter bis nach Kumköy. Also 4 Kilometer bis nach Kumköy. Da kann man schön spazieren gehen. An der Promenade. Nach Kumköy. Das habe ich schon ganz oft gemacht und ich empfehle es auch jedem mal, der vor Ort sein sollte, jetzt zur Winterzeit tagsüber, in den Sommermonaten am Abend kann man schön an der Promenade spazieren gehen. Und der Sonnenuntergang ist von der gesamten Promenade überall immer sehr gut zu sehen.
Leute, der gerne Sonnenuntergang mag, kann es hier von der Promenade auch, von der Promenade aus gut verfolgen. Oder einige Leute auch von ihrem Hotelzimmern, wenn man da einen Meeresblick hat. Das Meeresrauschen ist auch immer sehr herrlich. Ich bin gerne am Meer. Ich bin gerne am Strand. Aber am meisten zum Spazieren. Wenn ich immer jetzt zurückdenke, ich habe jetzt dieses Jahr so viel, oder letztes Jahr sagen wir mal, oder auch schon dieses Jahr, wir sind ja schon im Neujahr. Ich habe ja so viele Videos von den Strandabschnitten gemacht, hier vor Ort. Aber wenn ihr mich fragt, wie oft war ich im Wasser? Also ich glaube, ich war kein Mal im Wasser. Aber ich war fast jeden Tag am Strand. Ich bin einer, der lieber in den Pool geht. Ich habe ja eine Anlage, wo ich wohne. Haben wir einen Gemeinschaftspool, also für die 130 Wohnungen, die in der Anlage sind, haben wir einen Pool, den jeder nutzen darf. Und da bin ich halt lieber am Pool, weil es auch näher an meinem Haus ist. Statt am Strand oder am Meer. Aber jeder, hat ja einen anderen Geschmack. Das heißt ja, über Geschmäcke und über Farben lässt es sich ja nicht streiten. Und jetzt sind wir hier kurz vor dem Sonnenuntergang. Das kann man sich ja auch noch mal hier anschauen von der Stelle aus, weil die Sonne ist ja schneller weg, als man denken kann, und wer das gerne mit anschauen will, kann sich das gerne mit anschauen. Ich habe das jetzt ein bisschen gezoomt, denn die Sonne braucht nicht lange, bis sie untergegangen ist. Jetzt hat mich hier gerade eine kleine Katze besucht. Nein, nicht an das Handy. Kleine süße Katze. Ich habe leider kein Futter jetzt dabei. Da musst du mit zum Auto kommen. Das ist nicht mehr weit von hier. Aber du bist hier im John Garden Beach Hotel. Und ich weiß, dass man sich da gut um die Tiere kümmert. Das ist hier jetzt gerade der Sonnenuntergang mit schönem Meeresrauschen im Hintergrund. Und das könnt ihr euch hier live mit anschauen. Heute in Side. In der Türkei. Ein herrlicher Tag in Side. Ist wieder vorbeigegangen. Bei 18 Grad plus geht der Tag jetzt vorbei. Und die Sonne geht jetzt unter. Aber morgen haben wir auch wieder 18 Grad. Bis
Bis Donnerstag haben wir 18 Grad. Danach geht wieder der Regen los. Es wird ein paar Tage regnen. Und dann haben wir 13 Grad. So, und das war jetzt hier auch der Sonnenuntergang. Die Sonne ist jetzt gleich komplett weg. Ein bisschen kann man noch was von der Sonne sehen. Und jetzt ist die Sonne weg. So. Die kleine süße Katze, die hier zu mir gekommen ist, hat sich hier schön streicheln lassen von mir, während ich euch hier den Sonnenuntergang gezeigt habe. Hier live auf Side. Und Katze, bis zum nächsten Mal. Nächstes Mal nehme ich aber Futter mit, kannst du drauf verlassen. Somit ist es ein herrlicher Tag, wie gesagt, hier in Side wird zu Ende gegangen. Und allein, wenn man denkt, wie voll es hier im Sommer ist, am Strand. Jetzt sieht man ein paar Menschen auf der Promenade. Einfach nur herrlich, einfach nur schön. Also ich könnte hier jeden Tag spazieren gehen. Ich könnte jeden Tag die Strecke gehen. Mir wird hier niemals langweilig werden. Ich könnte nie genug bekommen. Hier an der Promenade von Kumkö nach Side zu spazieren. Also die ist mir auch sympathischer als die Promenade in Evrenzeki. Dann schaut mal, hier geht man direkt am Wasser, direkt am Meer. Man hört hier direkt den Meeresrausch. Es ist nicht wie in der Evrenzeki, wo man da das Meer nicht sieht, weil die Promenade viel zu weit im Landesinneren gemacht wurde, also gebaut wurde. Oder weil die Hotelbars also Beachbars die Aufsicht halt zumachen. Schaut mal, da gibt es einen Mann, der da die Katzen füttern will. Ein gutes Vorbild für das Kind. Mal. Richtig schön, das anzuschauen.
Und wenn man hier die Strecke weitergeht, kommt man bis nach Kumköy. Aber den Weg werden wir heute nicht gehen. Wir werden von hier aus die Straße hier hochgehen. Die Straße hier. Die bis zum Busbahnhof führt. Dort ist das D. Das D heißt ja Dolmusch. Und die zeigt mit dem Pfeil nach da oben. Und wenn man hier zum Busbahnhof geht, kommt man auch von da aus überall hin nach Gündoğdu, nach Çolaklı, nach Evrenseki, nach Kumköy, nach Sorgun, nach Titreyengül und nach Manavgat. Und man sieht, dass hier die Geschäfte zu haben, weil auch hier die ganzen kleinen Hotels, so wie hier 3 Sterne Yıldızgarten, was da oben steht, also der Sternengarten, Pension zum Beispiel, hat alles zu. Und daher hat es auch wenig Sinn hier für die Geschäftsleute, dass sie hier aufmachen. Kommt man auch nach Belek nicht vom Busbahnhof aus. Kommt man nicht nach Belek, also nicht vom Busbahnhof hier aus, von Side. So, dann bin ich hier wieder vor meinem Auto. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Heute von der aktuellen Lage in der antiken Stadt. Ich wünsche euch dann allen einen schönen Abend. Ich danke euch fürs Liken, fürs Teilen, fürs Kommentieren und fürs Zuschauen. Ich sage dann bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss.